Hallo, willkommen zurück hier bei Familie Reuss. Wir machen jetzt einen kleinen Mädelsabend in dieser Bar. Und Mika ist auf jeden Fall auch da. Natürlich darf sie kein Alkohol trinken. Sie ist schwanger. Könnte sie dann eigentlich was bestellen? Oh ja, könnte sie. Aber machen wir natürlich nicht. Wir können in der Zeit. Was können wir denn in der Zeit so Schönes machen? Luisa ist auf jeden Fall hier. Komm, tanzen wir hier unten mal ein bisschen mit ihr. Wir können doch hier zusammen tanzen, oder? Ja. Denke mal schon. Können wir auf jeden Fall ein bisschen mit Luisa tanzen. Das Abschlussfoto von Julian ist einfach fantastisch. Oh, ich bin echt gespannt auf die ganzen süßen Erinnerungen von Julians erstem Schulball. Und ja, wie gesagt, unsere gute Mika ist jetzt hier ein bisschen mit Luisa am Tanzen. Oh, die Arme hat Rückenschmerzen. Da werden wir uns gleich drum kümmern. Aber die beiden Mädels hier sind jetzt erstmal dabei, was Schönes zu trinken. Zeit nach Hause zu gehen. Der Ball ist vorbei. Und gleich wird die Ausgangssperre verhängt. Vergiss nicht, dir deine Fotos vom Abschlussball in deinem persönlichen Inventar zu sehen. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Und ja. Wer ist hier? Roger Bean. Also hier ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen was los. Das geht. Besser als nix. Kann man schon mal machen. Wer kommt da noch? Johnny King, okay. Ja, ihr beiden seid schön am Tanzen. Das gefällt mir doch. Du kannst dann hier auch ein bisschen tanzen gehen und du gehst dann auch hier runter. Und ja, kannst dich dann ein bisschen um deine Mika kümmern. Du möchtest erfinden lernen. Ja, warum nicht? So, du bist auf dem Weg nach Hause. Hast du deine Hausaufgaben fertig gemacht? 68%. Na gut, den Rest können wir ja dann morgen machen. Kein Problem. Du kannst dann schön zu Abend essen. Wie wär's mit Hähnchen? Dann kannst du was zur Toilette gehen. Oh, ich erwische dieses Waschbecken nie. Zähne putzen. Und dann würde ich sagen, geht's für dich ins Bett. Obwohl, wir können vielleicht noch mit dem kleinen Hundi ein bisschen spielen. Vielleicht können wir mit ihm sogar ein bisschen apportieren spielen. Ich weiß nicht. Na gut, hier hinten werden wir das wahrscheinlich nicht schaffen. Dann spielen wir lieber ein bisschen Spaß haben mit ihm. Und du bist noch ein bisschen am Fernsehen. Okay. Dann am Anschluss kannst du ein bisschen Steak essen. So, Julian, sage ich schon. Jamie. Genug geschrieben. Kannst unten ein bisschen spielen. Und danach kannst du vielleicht auch ein bisschen Hähnchen essen. Genau, du bist bei denen zu Besuch. Ich wollte am liebsten bei Janie dann direkt fragen, ob wir bei ihr übernachten können. Ansonsten gehen wir halt nach Hause. Aber ich würde das gerne fragen, bevor wir abhauen müssen. Das wäre cool, weil dann müssen wir halt nicht direkt nach Hause, sondern können hier bei einer Freundin übernachten. Und scheinbar können wir das auch. Sehr gut. Dann können wir noch ein bisschen mit ihr quatschen, vielleicht sogar zusammen Hausaufgaben machen. Oh, er möchte sie küssen. Warum nicht? Ich hatte mit Julian sowieso vor, kann ich euch ja erzählen. Ihr seid ja immer so ein bisschen. Ja, ich hatte eigentlich immer so den Wunsch, dass ich euch ein bisschen überrasche mit meinen Ideen und sowas, aber ihr seid ja immer so ein bisschen ungeduldig, was das alles angeht. Ich hatte halt vor, dass Julian sich ein bisschen ausprobiert und mehrere Partner findet und dann halt so ein bisschen guckt, wer am besten zu ihm passt quasi. Und deswegen können wir da ja ein bisschen flirten einfach mal. So, Jamie. Sollst du nicht ein bisschen spielen, mein Junge? Na komm, dann räumen wir das auf und du kannst weiter ein bisschen online spielen. Das Lustige ist, er kann mit Luisa spielen, obwohl die gerade unterwegs ist. Und mir immer den Fernseher hier anlässt. So, du kannst dann. Ist hier irgendwas kaputt gegangen? War das hier so. Ist das hier so nass? Ach, da! Dann reparieren wir das doch mal. Kannst du? Ja, du kannst ein bisschen reparieren. Machen wir das. Kannst du dann im Anschluss schlafen gehen?
Und du kannst danach auch schlafen gehen, wenn du mit dem Hundi ein bisschen gespielt hast. Wie sieht es bei euch beiden aus? Okay, du solltest mal was trinken und dann gehst du in deinen Stall. Und du solltest da auch da reingehen, pieseln und dann auch dein Nickerchen machen. So, dann können wir wieder zu den beiden hier wechseln oder zu den allen hier quasi. Dann kannst du ja ein bisschen mit Luisa quatschen, freundschaftlich begrüßen, zusammen tanzen. Und du kannst dich um deine Mika ein bisschen kümmern. Kannst sie verliebt im Arm. Und dann können wir sie vielleicht sogar massieren. Mach halt quasi hier so einen kleinen Mädelsabend, wie man sehen kann. Oh, das wäre schön, hier im Pool ein bisschen zu tanzen. Im Pool so ein bisschen zu sein, quasi. Schaffen wir es? Wenn nicht überschwänglicher Kuss. Verliebt im Arm, bitte. Ich denke mal nicht, dass wir noch diese Folge das Kind von Mika und Maya bekommen werden. Aber ich hatte, also man kann ja nie wissen, ne? Hätte ja sein können, dass das passiert. Und so ist natürlich das Gute, dass auch die, die erst später Namen vorgeschlagen haben, immer noch die Möglichkeit haben, dass ich deren Namen wähle. Yay. So, als gäbe es dafür irgendwie eine Belohnung. Wenn ich einen eurer Namen nehme. Ist ja nicht so, als würdet ihr davon was gewinnen. Aber es ist schön, dass ihr euch darüber freut. Dann ist immerhin immer gewährleistet, dass ihr mir auch dabei helft bei der Namenssuche. Also massieren wir. Ach nee, die ist schon. Ach, die brauchen wir ja gar nicht massieren. Na dann, gehen wir ein bisschen tanzen. Dann tanzen wir ein bisschen zusammen einfach. Dann tanzen wir einfach ein bisschen zusammen. Lernen wir auch ein bisschen Luisa kennen. Das ist ja immer ganz cool. Wenn die später halt quasi in der Familie sein wird, wenn wir gleich schon mit ihr ein bisschen quatschen. Dann machen wir auch ein Foto mit dir zusammen. Hey, wo gehst du hin? Okay, dann halt nicht. Dann tanzen wir ein bisschen mit Mika. Und vielleicht kannst du dir mal was zu essen holen hier. Wie wär's mit Fruchtparfait? Bist du eigentlich Vegetarierin? Nein. So, könnt ihr beiden jetzt zusammen tanzen, bitte? Also, ja. Wenn ihr mit dieser Dame hier beschäftigt. Ja, so ein bisschen kokett bei der Sache. Genau, ein bisschen flirten. Ich würde aber sagen, wir lassen das dabei. Sie geht ja auch gerade wieder. Geht sie jetzt gerade auf Toilette? Nee, okay, dann können wir da hingehen. Und dann im Anschluss. Okay. Schläft die Mutter gerade? Okay. Dann schlafen wir halt in dem großen Bett. Kein Ding. Also. Oh, und sie macht Essen. Also, was ist das hier für eine Rollenverteilung, bitte? Die Mutter schläft im Kinderbett. Die Tochter kocht und der Gast schläft im großen Bett. Das ist sehr interessant auf jeden Fall. Hast du das jetzt kaputt gemacht? Du bist ein schlechter Gast, Julian, ganz ehrlich. Kannst du sowas Ekliges, Verstopfendes nicht zu Hause erledigen? Boah. Ja, genau. Du gehst jetzt auf jeden Fall schlafen. Wie sieht's hier aus? Du hast was gegessen. Dann würde ich sagen, geht ihr drei wieder nach Hause. Ist ja auch schon fast 3 Uhr. Wie sieht's bei dir aus? Du hast hier auf jeden Fall auch deinen Spaß gehabt. Dann würde ich sagen, gehst du auch schlafen? Du bist auch. Ja, okay, du bist schon länger am Schlafen, denke ich mal, oder?
Ja, dann gehen jetzt alle schlafen. Nee, du sollst dein Objekt nicht bewachen. Du kannst gern was futtern gehen und dann hier schlafen. So, du kannst hier auf Toilette gehen. So, es war 3 Uhr und dann schlafen. Bitte, bevor du da reinrennst, wollte ich gerade sagen. Du bist auf jeden Fall auch schon da. Steht euch jetzt im Weg. Oh. Achso, sie fährt allein nach Hause. Okay. Die anderen beiden haben ein Taxi genommen und die Schwangere muss selber fahren. Das ist sehr interessant. Du kannst dann auch schlafen gehen. Nein. Du gehst nicht dahin. Du kommst auch hier hoch. Du musst nämlich auch nochmal auf Toilette gehen. Wie sie alle einfach aufs Klo müssen. Okay. Sorry, aber sie ist schwanger. Sie kann sie ja jetzt nicht dazu bringen, dass sie die Toilette entstopft. Also nicht, dass man nichts mehr tun kann, wenn man schwanger ist, aber das ist ja doch schon so ein bisschen eine anstrengende Aktion. Das sollte sie jetzt nicht unbedingt machen, wenn sie da ihre körperlichen Beschwerden hat und das tut vielleicht auch dem Baby nicht ganz so gut, wenn sie sich da so runterbeugt und bückt und so. Deswegen werden wir das irgendwie anderweitig lösen müssen mit der verstopften Toilette. Na gut, sind alle wieder am Schlafen. Ist 8 Uhr, warum bis 8 Uhr? Du musst mittwochs und sonntags arbeiten. Das ist gut zu wissen. Darauf muss man erstmal kommen. Mittwochs und sonntags. Das ist ja cool. Ja, warum nicht, ne? Ich glaube nicht, dass es ein Tag ist bis zum Liebestag, oder? Doch schon. Es ist doch schon nur noch ein Tag bis zum Liebestag. Wir sind ja auf 8 Tage. Ich weiß nur gerade nicht, seit wie vielen Tagen wir schon Frühling haben. In 4 Tagen ist Sommer. Wir haben doch schon so lange Frühling. Oh, ist mir gar nicht aufgefallen, dass wir echt schon lange Frühling haben. Ja, warum nicht? Oh Gott! Ey! Oh, ich hasse Blitze, ne? Ganz ehrlich, ich hasse Blitze. Oh, warum das? Der war nicht nett. Ach, Hundi, schlaf doch einfach bitte. Ja, es hat geblitzt. Schlaf doch einfach weiter, bitte. Danke. Na gut, es ist Sonntag. Heißt, die schlafen alle noch ein bisschen aus. Beziehungsweise können alle noch ein bisschen ausschlafen, ohne dass das hier irgendwie schlimm ist. Habe ich das Wildpferd nicht erst resettet? Oder war das ein anderes? Weiß ich nicht. Ist nur schade, so dieser eine Mod, der sagt mir nur immer, wenn irgendwelche Sims festhängen, aber dass der die nicht automatisch auch einfach selber resetten kann, ist ein wenig schade. Hast du denn da drin gepinkelt oder draußen? Ich hoffe, du hast im Stall gepieselt, mein guter Flame. So, Karotte fressen. So, Maya. Ach ja, das geht ja mit der Energie. So schlimm ist das ja gar nicht. Hast du denn dieses eine mit dem tranceartigen Schlaf? Ja, hat sie. Denke noch irgendjemand viele Punkte? Leon hat ziemlich viele Punkte.
Der kann eigentlich auch den tranceartigen Schlaf bekommen, oder? Obwohl es zu ihm passt, dass er viel Schlaf braucht. Eine Erbschaft können wir uns holen. Wir haben ja noch nicht genug. Na, aber ernsthaft, wenn wir dann mal. Ich will ja dann irgendwann das auf drei Haushalte aufteilen. Also, dass diese drei einzelnen Wohnungen, die wir jetzt haben, am Ende wirklich drei verschiedene Häuser sind. So wie ich das ja anfangs auch überlegt hatte. Das möchte ich ja dann irgendwann hinbekommen. Deswegen ist das gar nicht mal so schlecht. Wenn wir uns ein möglichst großes Polster aneignen. Wie sah das noch aus? Du hattest noch ein paar. Das ist 30.000. Ja, der Rest geht so. Das passt schon so. Vor allem, seht mal, die gehen Gras fressen und gehen herumgaloppieren. Statt mir irgendwas zu machen, was tatsächlich ihnen helfen würde. Für ihre Bedürfnisse. Und die sind auf freiem Willen. Dann machen die so einen Mist. Das ist halt auch so ein bisschen. Oh. Da fragt man sich, wie sehr einem der freie Wille wirklich hilft in diesem Spiel, wenn die so doof sind teilweise. So, ich würde mal sagen, du musst aufstehen und arbeiten gehen, meine Gute. Bett machen schaffst du ja wohl hoffentlich noch, meine Gute. Ich würde mal sagen, wir holen ja einfach mal einen Handwerker her. Müssen wir wahrscheinlich mal hier ein bisschen aufschließen, die Türen, damit die auch überall reinkommen. Du kannst hier ein bisschen Kürbiskuchen nochmal zum Frühstück essen. Dir das nicht gestern auch ist? Ich weiß es nicht, kann sein. So, wie sieht es denn heute eigentlich aus? 17 Grad, gar nicht mal so schlecht. So, du kannst einmal duschen gehen, Zähne putzen. Du kannst hier die saubere Wäsche holen. Und dann schreiben wir doch mal ein bisschen weiter. Das wäre nämlich ganz. Oh Gott. Ach, du bist ja da drüben. Ich dachte mir gerade so, oh mein Gott, was geht jetzt ab? Ja, daran lag das. Ich hätte gern, dass du ein bisschen mit dem Pferdeball spielst. Du kannst nach Möglichkeit weiter rumgaloppieren. Und du kannst nach Möglichkeit ein bisschen rumkauen, wenn du wach bist. Wie sieht's aus? Ich meine, sie muss sich nicht unbedingt mit denen anfreunden, aber es wäre schon ganz schön, wenn sie hier sich mit Tonja und Chad ein bisschen anfreunden würde, finde ich. So. Du hast dein Bett gemacht. Das können wir einmal auf Toilette gehen. Und die Fischis nochmal füttern. Und dann vielleicht können wir irgendwas anderes zum Frühstück machen. Hier ein bisschen Gelee-Sandwiches. Die sind ja auch nicht schlecht. Du kannst auch das Bett machen. Oh, kommst du da jetzt wieder nicht rum? Müssen wir mal eben gucken. Kommst du da dran vorbei an Leon? Weil ich meine, eigentlich müsste das ja gehen, so rein optisch vom Platz her. Oh Gott. Ich meine, Sophia, ich weiß, Frauen haben so ein bisschen oftmals ein eigenartiges Bild von sich selbst. Aber dafür warst du jetzt nun wirklich nicht zu fett. Aber na gut. So, du kannst gern hier was frühstücken. Und zwar ein paar leckere Pfannkuchen. Pfefferminzpfannkuchen. Dann kann man sich eigentlich irgendwie das Zähneputzen auch sparen. Ja, du kannst dann auch ein paar Pfefferminzpfannkuchen essen. Warum kommst du hierher? Nein. Nein, Mika, was machst du hier? Was soll das?
Ach so, die Handwerkerin. Das ist die Handwerkerin, okay. Mich gerade so gewundert, was das soll. Haben wir denn ein Schwangerschaftsbuch? Ich glaube schon, oder? Hatten wir nicht irgendwo. Genau. Dann kannst du dich gerne hier hinsetzen, machen wir das Radio an und dann kannst du hier ein bisschen das gute Buch lesen, um dich ein bisschen auf deine erste Schwangerschaft vorzubereiten. Ah ja, genau. Bei Julian sollten wir auf jeden Fall auch mal vorbeigucken. Der war ja hier bei anderen Leuten. Gibt es da noch Essen? Oh ja, lecker Waffeln. Marie und Janie sind hier. Ich finde irgendwie Janie klingt sogar noch besser. Okay. Scheinbar ist das echt nur Mutter-Tochter. Warum nicht? Oder können wir vielleicht sogar genau zum Essen rufen? Wir machen mal zum Essen rufen. Das wäre doch süß, wenn die hier einfach zu dritt essen, oder? Das fände ich süß, wenn die hier alle frühstücken würden zusammen. Oh wow, isst du jetzt nicht mit? Doch, okay. Wir haben Tantiemen erhalten auf jeden Fall. Sehr schön. Redet ihr? Ja, okay. Oh, das sieht so eklig aus, seine Arme. Die sehen so unnatürlich aus, einfach nur. Ist irgendwie schon echt eklig. Naja. Vor allem, warum wollte sie denn nicht mitessen? Aber okay. Wollen wir sie vielleicht auf ein Date ausführen, die gute Janie? Das können wir ja gern machen. Wie sieht das aus? Alle außer den beiden Mädels hier haben was zu tun. Ja, ich würde aber sagen, wir beenden die Folge hier an dieser Stelle, machen das nächste Mal weiter. Ihr könnt mir ja gerne sagen, ob wir mit Janie dann jetzt in der nächsten Folge ein Date haben wollen. Kann aber sein, dass sie nicht die letzte Freundin ist, die Julian haben wird. Beziehungsweise ob wir überhaupt was mit ihr anfangen. Vielleicht haben wir ja nur ein Date und dann wird da aber auch nie was draus. Man weiß es ja nicht. Ja, aber das werden wir dann alles das nächste Mal machen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag und würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Ich weiß noch nicht genau, wann das sein wird, aber ihr werdet es ja sehen. Wahrscheinlich nicht direkt Montag, aber ja. Bis dahin noch einen schönen restlichen Tag. Ciao.